Hallo Leute, mein Name ist HotzST und willkommen zurück zu einem weiteren Tag in Minecraft. Hier heute wieder mal an unserem Berg. Und ich war wieder etwas damit beschäftigt, ein paar Blöcke auszutauschen. Und weil dies eine langwierige Angelegenheit ist, habe ich gedacht, ich mache mal hier ein Update-Video. Denn ich möchte diesen Teil abschließen, bevor ich das nächste Projekt angehe. Und das kann dazu führen, dass das nächste Video etwas länger auf sich warten lässt. Aber ich habe mir gedacht, ich könnte doch diese Gelegenheit mal nutzen und euch ein bisschen Einblick geben in meinen Gedankenprozess, wie ich so eine Transformation angehe. Nun, dann wollen wir doch mal eine Stelle suchen, die noch etwas öde und langweilig aussieht. Ich denke, ich bin mit der vorderen Seite durch, aber hier der ganze hintere Teil da auf der linken Seite, wie auch dann da auf der rechten Seite, das fehlt noch gänzlich. Aber wenn ich mir hier die Struktur und den Fluss des Steins anschaue, sieht das schon einiges besser als auf der anderen Seite. Denn was wir hier weniger haben, sind so große Flächen. Die können wir aufbrechen, indem wir einfach mal ein paar Blöcke austauschen. Stein mit Andesite oder Cobblestone. Und dann in einem zweiten Prozess können wir reingehen und vielleicht ein paar Wallblöcke einfügen oder ein paar Treppen nach oben oder nach unten. Und das haben wir da auf dieser Seite auch schon einige Male gesehen. Was wir dann auch haben, sind hier so Kanten, wo wir einen Schritt nach außen gehen. Und überall, wo wir quasi mehrere Blöcke auf der gleichen Höhe haben, das sieht nicht besonders gut aus. Und hier können wir auch wieder mit Treppen arbeiten, mit Halbblöcken oder wir können auch Walls platzieren. Das funktioniert ganz gut hier in den Ecken hier drin. Und dann muss man einfach mal auch einen Schritt zurückgehen und sich das Ganze aus der Ferne anschauen. Da, wo wir so diagonale Flächen haben, ist etwas schwieriger, denn dort können wir üblicherweise nicht so gut mit den Treppen arbeiten, sondern da sind wir effektiv dann beschränkt auf das Ersetzen von den einzelnen Blöcken. Nun, ich denke, ich mache hier mal ein bisschen den oberen Teil und dann können wir sehen vorher und nachher. Die erste Iteration ist erledigt, einfach ein paar Blöcke ersetzen und nun können wir reingehen und hier vereinzelt Blöcke rausbrechen und da dann die Wallblöcke einfügen. Was ihr bemerkt ist, die sind einiges dunkler, weil das Licht nicht so mitspielt.
Und das gibt doch etwas Schattierung in das Ganze. Nun, der nächste Schritt dann ist, wo können wir Treppen platzieren? Und beispielsweise hier sehen wir, da hinten haben wir schon einen Block. Das heißt, wir könnten eigentlich eine Treppe so platzieren. Und das gibt uns auch wieder etwas. Und dann haben wir hier so Übergänge, wo wir den Block wegnehmen können. Und je nachdem, was wir dahinter haben, können wir auch eine Treppe platzieren. Oder hier mal ein Half Slab. Hier in den Ecken, wie erwähnt, das funktioniert gut mit Wall. Und da können wir dann auch noch ein Slab oben drauf tun. Und dann machen wir das so weiter. Und ich denke, diese Wand, die braucht noch etwas Struktur. Also ich denke, ich würde da auch noch die eine oder andere Treppe mit rein machen. Mit ein bisschen hiervon und ein bisschen davon etwas zurücktreten und schauen, wo braucht es noch, kommt man doch ziemlich weit. Und da oben, der obere Rand, den passe ich eigentlich noch nicht an, denn obendrauf, da kommt noch was. Das heißt, dass die Arbeit können wir uns sparen. Aber ihr seht, wie das funktioniert, wie das abgeht und warum es etwas länger dauern könnte, bis das ganze Projekt fertig ist. Aber das war der Einblick für heute und wir sehen uns dann wieder, wenn dieser Berg vollständig verfeinert ist mit all den Details. Also, bis dann und tschüss.